und ihre Eltern sie sexuell missbraucht haben. Über Jahre. Bis heute, rund 30 Jahre später, hat Nina es immer noch nicht verarbeitet. Eigentlich hätte ich schon als Teenager therapeutische Hilfe gebraucht, aber sich da selber Hilfe zu holen, ist sehr, sehr schwierig. Jetzt bemühe ich mich schon seit gut 10 Jahren aktiv um Hilfe, aber ich finde niemand, der qualifizierte Traumatherapie macht und für mich erreichbar wäre. Ich finde einfach niemand. So wie Nina geht es zehntausenden Menschen in Deutschland, die als Kind sexuelle Gewalt erleiden mussten. Erst durch die Missbrauchsfälle in Ordensschulen und Internaten wird über das Thema häufiger geredet. Aber was wird tatsächlich getan, um den Opfern sexueller Gewalt zu helfen? Jeden Moment kann die Erinnerung wiederkommen. Wie ein Film, der plötzlich vor ihrem geistigen Auge auftaucht. Ein Film, den sie nicht stoppen kann. Man nennt das Trigger. Das ist eben ein Auslöser für eine Erinnerung, für einen Erinnerungsblitz. Das kann durch gewisse Gerüche ausgelöst werden. Sehr sogar, weil ein Geruch, den man mal wahrgenommen hat, den vergisst man nicht. Dann weiß ich aber auch ganz genau, das war in dem bestimmten Zimmer, das muss um die und die Zeit gewesen sein, weil da die Tapete dran war und so weiter. Ja, man ist ständig dabei, dagegen anzukämpfen und man baut um sich herum eine ganz, ganz große Mauer auf, sobald man rausgeht, damit man eben solchen Situationen nicht so hilflos ausgeliefert ist. Es kann aber eben auch passieren, dass man zu Hause ist und sich entspannt und wo plötzlich ist im Fernsehen oder im Radio ein gewisses Lied oder irgendwas, das wieder etwas auslöst. Guten Morgen. So wird ein ganz banaler Samstagseinkauf für Nina zum Risiko. Die ständige Anspannung ist Teil ihrer posttraumatischen Belastungsstörung. Und die kostet Kraft. Kraft, die sie eigentlich für ihren Beruf braucht. Sie ist Lehrerin. Vor ein paar Jahren ist sie aus ihrer Heimat, einem Dorf, weggezogen. Was mir ganz wichtig war, in einer Stadt zu wohnen, um eben mehr Auswahl zu haben, was Therapeuten und Therapieplätze angeht. Ich habe leider gemerkt, dass ich mich da getäuscht habe. Missbrauch in der Familie wie bei Nina gibt es in unserer Gesellschaft hunderttausendfach. Die Politik hat reagiert, als Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen bekannt wurden. Kinder sollen künftig wirksamer vor sexuellem Missbrauch geschützt und Opfern soll schneller geholfen werden. Der runde Tisch zu den Missbrauchsfällen hat heute seine Arbeit aufgenommen. Die Ministerinnen Leuthäuser-Schnarrenberger, Schröder und Schawan hatten zum ersten Treffen nach Berlin geladen. Die drei Ministerinnen wollen vor allem mit den Institutionen, den Heim- und Schulträgern ins Gespräch kommen. Das Verschweigen und Vertuschen, also die Strukturen, die sexuellen Missbrauch erst ermöglichen sollen, sich ändern. Aufdecken, aufklären und aufarbeiten, das ist der Dreiklang. Mit 60 Vertretern aus Kirchen, Justiz und Verbänden diskutieren sie seitdem, was sich ändern muss. Die verantwortlichen Ministerinnen haben eine Gruppe nicht eingeladen, die Betroffenen. Stattdessen schafft die Bundesregierung einen neuen Posten mitsamt Büro im Familienministerium, die unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindermissbrauchs. Anstelle der Betroffenen spricht eine reaktivierte Bundesfamilienministerin. Das war die politische Entscheidung. Ich bin ja sozusagen in der letzten Minute dazugestoßen. Also am Tag, bevor der Beschluss im Kabinett gefasst wurde, wurde ich dann noch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, als unabhängige Beauftragte das zu übernehmen. Habe ja auch nur einen Platz am runden Tisch. Weshalb die Entscheidung so gefallen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Beirat auch.
Mit ihren Mitarbeitern startet sie eine Werbekampagne für eine neu eingerichtete Beratungsstelle. Bei der haben sich über 10.000 Menschen gemeldet, die sexuelle Gewalt erlitten haben. Viele Betroffene sprechen zum ersten Mal in ihrem Leben über ihren Leidensweg. Für mich sind die schlimmsten Fälle, die ich lese oder höre, wo Kinder sehr früh betroffen sind, gerade in den Familien, und wo sie versucht haben, Hilfe zu kriegen und sie nicht gekriegt haben. Das berührt mich sehr, wenn die Betroffenen dann sagen, so, und nun ist meine Botschaft aber an euch. Kümmert euch darum, dass andere nicht das erleben müssen, Kinder, was wir erlebt haben. Nina bereitet ihren Schulunterricht für den nächsten Tag vor. Als sie noch auf dem Land lebte, hatte sie schon ein Dutzend Versuche unternommen, um einen Therapeuten zu finden, sagt sie. Mit gebrochenen Knochen kannten sich viele Ärzte aus, mit einer gebrochenen Seele niemand. Deshalb zog sie in eine Großstadt, in der Annahme, hier Hilfe zu finden. Seit ich hier in der Stadt wohne, habe ich bestimmt 20, 25 Therapeuten angefragt. Es gibt viele Therapeuten, die nicht mal mehr eine Warteliste haben, weil sie so überfüllt sind. Ich habe mit einer Therapeutin gesprochen, die mir sehr sympathisch war und die das auch alles mitgemacht hätte, die aber leider nur Vormittagstherapie macht. Und es ist schwierig als Lehrerin vormittags eine Therapie zu machen. Ich kann mir ja nicht frei nehmen einfach oder für jede Sitzung eine Krankschreibung einreichen. Dann habe ich mit Therapeuten gesprochen, die das gerne machen würden, die aber keine Kassenzulassung haben. Das heißt, ich müsste es selber tragen. Das sind 92,50 Euro die Stunde. Das ist einfach wahnsinnig viel Geld. Von solchen Problemen hören Sie tausendfach. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der Beratungsstelle. Psychologen, Sozialpädagogen, Fachberater. Sie werten die Aussagen der Betroffenen aus. Der renommierte Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert leitet dieses Gremium. Ein Thema taucht immer wieder auf. Die Krankenkassen bezahlen nur Therapien, deren Wirksamkeit in Deutschland erforscht worden ist. Wir haben ein Problem darin, dass es Leute gibt, die sich sehr lange mit der Therapie von traumatisierten Patienten beschäftigt haben und deshalb auch spezielle Kenntnisse in traumatherapeutischen Methoden haben, die im Ausland auch zum Teil gut untersucht worden sind, in Deutschland aber nicht. Also es gibt Leute, die arbeiten mit solchen Methoden in Deutschland, die sind aber oft nicht kassenzugelassen. Und es gibt kassenzugelassene Leute, die aber in spezifischer Traumatherapie wenig Erfahrung haben. Das hat auch Nina erlebt, als es um den sexuellen Missbrauch durch ihre Eltern ging. Also mein letzter Therapeut hat immer, wenn es in diese Richtung ging, total abgeblockt. Mir zum Schluss fast noch unterstellt, als ich kann da nach wie vor nicht wirklich gut darüber reden, aber immerhin es ein bisschen hingekriegt habe, in die Richtung was zu sagen, hat er zum Schluss gemeint, aber das hat ihnen doch Spaß gemacht, das haben sie doch gerne gemacht, oder? Das ist doch ihr Problem. Ahnungslose Therapeuten, nur wenige Fähige mit langen Wartelisten. Keine Erstattung durch die Krankenkassen. Die Betroffenen müssen sehen, wie sie selber klarkommen. Es ist ja ein interner Bericht, das diesmal eigentlich nur für die Beirats. Das versuchen Sie am runden Tisch zu verändern. Wenn ich Ihnen schon sagen muss, ich habe keinen direkten Überblick, was überall passiert und die Qualität ist nicht überall der gleiche Standard, wie sollen die Betroffenen wissen, ob sie bei dieser Praxis oder bei jener Beratungsstelle auf jemanden treffen, der von der Thematik Ahnung hat? Und für Therapie, für Krankenbehandlung ist das BMG zuständig. Das BMG ist das Bundesministerium für Gesundheit. Doch weder Bundesgesundheitsminister Rösler noch ein anderer Vertreter dieses Hauses sitzt mit am runden Tisch. Ein Interview vor der Kamera lehnt das Ministerium ab. Schriftlich teilt es mit: Für die psychotherapeutische Versorgung stehe ein flächendeckendes Netz von Ärzten und Psychotherapeuten zur Verfügung.
Ich würde einfach erwarten, dass es die Problematik, die die Betroffenen jetzt geschildert haben, ernst nimmt, und da wird absolut zu wenig getan. Wenn ich auf der Straße laufe und mir begegnet ein Mann mit einer Frau, dann achte ich auf die Frau, ganz klar, wenn die zum Beispiel attraktiv auf mich wirkt. Aber wenn dieselbe Frau neben ihrer 8-jährigen Tochter laufen würde, dann wäre die Frau für mich sehr zweitrangig. Dann wäre das Augenmerk weit stärker auf das Mädchen gerichtet. So kann ich das nur sagen. Newman ist pädophil. Er fühlt sich sexuell zum Mädchen hingezogen. Im Alter von 5 bis 10 Jahren. Diese Neigung hat er sich nicht ausgesucht. Sie ist sein Schicksal. Er möchte nicht erkannt werden. Deshalb zieht er Handschuhe an. Das Apartment extra für den Dreh mit ihm angemietet. Er war ein normales Kind, sagt er. Wächst wohlbehütet auf. In der Pubertät merkt er, dass er sich nicht so sehr für Mädchen interessiert, wie seine Freunde es tun. Männer reizen ihn auch nicht. Er ist ratlos und taucht ab ins Internet. Ich habe mich tagelang auf Pornoseiten herumgetrieben. Irgendwann kam ich dann von einer Frauenpornoseite über einen unscheinbaren Link auf eine weitere Seite. Da ging es um Mädchen zwischen 5 und 11. Die waren in Badeanzügen, Trainingsanzügen und Unterwäsche und so. Ja, und da muss ich echt sagen, beim allerersten Mal, als ich da drauf war, ich kann nicht sagen, ich war da wie in einem Rausch, in einem Testosteronrausch. Eigentlich hat er den Wunsch nach ganz normaler Sexualität. Nun aber faszinieren ihn 6-jährige Mädchen im Badeanzug. Das Gefühl stürzt ihn in eine tiefe Krise. Er klickt sich weiter durchs Internet. Da kam dann Kinderpornografie, also richtige Missbrauchsdokumentation. Da habe ich immer wieder weggedrückt, damit wollte ich nichts zu tun haben. Und trotzdem habe ich es mir angeguckt. Es war bei weitem nicht so, dass es mich sexuell nicht gereizt hätte. Aber es hat sich alles gesträubt. Als ich das erste Mal gesehen habe, also in diese Richtung, da bin ich ins Klo gerannt und musste kotzen. Es war krass. Über meine Gefühle reden konnte ich mit niemand, nur mit meinem Spiegelbild, und da hätte ich reinschlagen können. Er wird depressiv. Trotzdem macht er weiter. So lange, bis die Polizei bei einer Großrazzia gegen Kinderpornokonsumenten auch seine Wohnung durchsucht. Selbstmord wäre durchaus eine Option gewesen, aber ich habe dann irgendwann den Entschluss gefasst: Jetzt hast du dir die Suppe eingebrockt, jetzt löffelst du sie auch aus und machst das Beste daraus. Ja, der erste Schritt war dann, dass ich zu meiner Psychologin gegangen bin und der dann die Karten auf den Tisch gelegt habe. Naja, sie hat mich nicht rausgeschmissen, aber sie hat mir gesagt, da bin ich nicht kompetent dafür. Wir können es gern probieren, aber wenn ich ehrlich bin, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. So geht es vielen Betroffenen. Er gehört zu den wenigen Ärzten in Deutschland, die helfen können. Professor Bayer von der Berliner Charité. Der Sexualmediziner leitet das Forschungsprojekt Kein Täter werden. Vor über einem Jahr hatten wir bereits über das Projekt berichtet. Die Mediziner und Therapeuten hier können zwar pädophile Männer, die sich helfen lassen wollen, therapieren. Doch bundesweit, schätzt Professor Bayer, gibt es ca. 250.000 pädophil veranlagte Menschen. Viele würden sich behandeln lassen, glaubt er. Doch nur in 2 weiteren Städten, Kiel und Regensburg, gibt es Therapieprojekte wie dieses. Aus der ehemaligen Nebenströmung in Hauptströmung. Der Sexualmediziner gehört zu den Experten am runden Tisch. Klaus Bayer wirbt hier dafür, dass es viel mehr therapeutische Anlaufstellen geben muss. Für die Betroffenen,
für den vorbeugenden Opferschutz. Und zwar nicht nur zeitlich begrenzt. Denn die finanzielle Förderung für sein Forschungsprojekt läuft nur bis zum Jahr 2013. Wir müssen uns ja klar machen, dass sowohl opferseitig als auch täterseitig oder sagen wir hinsichtlich der Männer mit pädophiler Neigung, die ja noch nicht Täter sind, aber eine Behandlung anstreben, im Versorgungssystem bisher nicht die Kategorien geschaffen sind, die wir bräuchten, um das in die Regelversorgung adäquat übernehmen zu können. Auch da wäre das Bundesgesundheitsministerium die eigentliche Adresse, die in der Lage wäre, das politisch auch zu befördern. Aber das Bundesgesundheitsministerium sitzt nicht mit am runden Tisch und gibt kein Interview. Diesmal teilt das Ministerium schriftlich mit, es sei wissenschaftlich nicht belegt, dass mit der Therapie pädophiler Menschen Straftaten verhindert werden könnten.